So, Lelle, Bastelzeit. Und heute gucken wir uns mal ein kleines Werkzeug an, was mir hier das Leben hoffentlich ein bisschen erleichtern soll. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist überhaupt mein Ziel? Naja, ich habe hier eventuell so ein paar relativ viele ESP01er. Das sind kleine ESP8266 Mikrocontroller auf einem fertigen Board. Und ja, da muss da natürlich eine Software drauf, würde ich mal behaupten. Problem? Naja, das ist doch eher aufwendig. Ich meine, prinzipiell, ja klar, man kann hingehen, kann hier so einen USB auf Seriell-Konverter benutzen, beziehungsweise TTL-Konverter, und den entsprechend anstöpseln. Da braucht man dann RXTX, natürlich dann auch die Spannungsversorgung, 3,3 Volt hier für den. Das heißt also, bei denen hier kann man die 3,3 Volt direkt rausholen und Ground. Das reicht aber noch nicht so ganz. Wir haben noch einen Enable-Pin. Dieser Enable-Pin, den müssen wir auch verbinden, und zwar mit VCC. Das kommt dann noch dazu. Und ab diesem Moment ist das Ganze dann einsatzfähig. Das heißt, ab dem Moment läuft der Controller. Aber wir wollen ja nicht laufen, sondern programmieren. Und um Serial Programming einzuleiten, da müssen wir dann noch was machen. Und zwar den GPIO 0, der ist auch hier drauf, den auf Load ziehen, also gegen Ground. Das ist eine Menge hin und her und ja, ein bisschen nervig, wenn man das hier alles mit Flugverdrahtung macht. So, ich bin dann hingegangen, habe mich online irgendwann mal vor langer, langer Zeit hingesetzt und habe mir so eins geklickt. Und zwar ist das das hier, das angeblich ein Programmiermodul. Wir sehen, hier ist auch ein USB-Seriell-Konverter drauf. Hier hinten ist was zum Reinstecken und wir uns mal hier einen von denen hier gerade aus dem Tape hier rausholen. So, dann können wir den hier draufstecken, müssen jetzt ein bisschen gucken, wo denn hier was ist. Ist da Ground? Das ist Ground. Dann gehört er hier so da drauf. Und ja, prinzipiell können wir den jetzt benutzen. Mit Einschränkungen. Denn, ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach mal an, was hier an Hardware verbaut ist und was das Ding denn so macht. Also, zum Eingang braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein USB-Stecker direkt drauf gelötet. Dann dahinter, da haben wir hier einen IC. Das ist der CH340G in dem Fall von WinChiphead. Das ist so ein USB auf Seriell-Konverter, der sich dann darum kümmert, dass USB-Daten passend zum Seriell werden. Unten drunter haben wir den hier. Das dürfte Quarz oder ein Oszillator irgendeiner Art in der Richtung sein. 12 MHz. Das ist typisch für USB. Der gehört also hierzu. Dann haben wir hier noch ein paar Kondensatoren außenrum, die das Ganze glätten. Und ja, dann wird es interessant. Wir haben hier den, das ist der 662K. Da brauchen wir gar nicht groß nachzugucken. Wir wissen schon relativ gut, was der tun soll. Und zwar dürfte das hier relativ sicher ein 3,3 Volt Regler sein, der sich darum kümmert, die 5 Volt, die wir per USB kriegen, einmal umzuwandeln in die 3,3 Volt, die wir hier hinten benötigen. Dafür gibt es dann entsprechend hier noch einen großen Kondensator. Der dürfte sich darum kümmern, die 3,3 Volt zu glätten. Denn der ESP braucht ja doch schon mal, wenn er sendet, ein bisschen was mehr. Und ja, hier unten haben wir noch einen oder eventuell zwei. Ich bin nicht sicher, ob hier der Footprint, da fehlt ein Bauteil. Ob ich da schon mal dran war oder ob das Original fehlt. Aber ja, auf jeden Fall ein Widerstand. Gut, ich würde mal sagen, ich gehe mal gerade hin, mache mal wie üblich Bilder und dann gucken wir uns am PC an, was denn hier wie verbunden ist und ja, wo mein Problem mit dem Ding hier ist. So, und ich denke, ich habe das Ganze jetzt soweit reverse-engineert, dass wir wissen, was wohin geht. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal Stück für Stück durch. Also Ground sollte, denke ich, klar sein. Ground ist verbunden mit allem, was Ground ist. Kleine Auffälligkeit, kommen wir später zu. VCC geht einmal direkt hier oben lang und geht hier oben einmal auf den Pin vom CH. Das heißt also, der wird direkt mit 5 Volt versorgt. Und es geht nochmal weiter über einen Kondensator auf diesen Spannungsregler, der dann 3,3 Volt erzeugen soll. Was wir hierbei natürlich sehen, hier oben gibt es keinen Kondensator, das heißt also, ja, yeah, okay, gut. Ist jetzt nicht wirklich stabilisiert, aber aus dem PC sollte eigentlich recht stabile 5 Volt rauskommen, das sollte passen. Was dann auch relativ einfach ist, sind die beiden hier, die Datenleitungen für USB Minus und Plus sind direkt durchverbunden vom IC zum Stecker. Keine TVS-Dioden oder ähnliches als ESD-Schutz, aber findet man auch ehrlich gesagt eher selten bei solchen Mikrocontroller-Modulen.
Dann gibt es hier den V3, das ist ein interner 3,3 Volt Regler. Der geht nur nach unten auf einen Kondensator. Das heißt also, die 3,3 Volt, die der Chip hier erzeugt, werden nicht benutzt. Ist auch gut so, denn die sind wahrscheinlich ein bisschen zu schwach. Wie gesagt, der ESP zieht ja doch einiges. Und im Datenblatt von dem hier ist auch nicht wirklich ein Strom vorgesehen. Also das ist wirklich für interne Operationen, den sollte man extern nicht nutzen. Was haben wir dann hier? XI, XO sind die beiden Leitungen für den Quarz oder den Oszillator. Die gehen entsprechend direkt hier unten auf den hier, der die 12 MHz bereitstellt, jeweils mit einem Kondensator, dass das Ding schön schwingen kann. Die letzten beiden Leitungen, die wir hier noch haben, sind RX und TX. Die laufen auf der Rückseite von dem Modul und gehen dann entsprechend gekreuzt auf RX und TX hier hinten. Also TX vom IC geht auf RX vom ESP. Und entsprechend dann rumgedreht. Bleibt noch hinten der Ausgangsfu. Die 3,3 Volt, die gehen einmal hier nochmal auf einen Kondensator und dann auf zwei Pull-Up-Widerstände. Kommen wir gleich zu. Dann über diesen großen 1000 Mikrofarad 6,3 Volt Kondensator und dann auf VCC vom ESP. Hierbei ist auf der Rückseite dann nochmal eine Brücke drin, sodass die VCC direkt mit Enable gebrückt sind. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich machen würde. Ich würde jetzt eigentlich eher noch einen Widerstand zur Sicherheit dazwischen hängen. Aber nee, es wird bei vielen Modulen so gemacht und direkt auf VCC gelegt. Also passt schon. Bei den Pull-Ups, ich gehe davon aus, dass die beide bestückt waren, dass mir der hier irgendwo beim Basteln oder in der Kiste abhanden gekommen ist. Die gehen jeweils auf GPIO 0 und GPIO 2 und halten die entsprechend dann oben, wir sehen hier auch, das ist 103, wenn ich richtig sehe, also 10 Kiloohm. Relativ hoher Wert, ist also kein Problem, die beiden Pins dann in die andere Richtung mit dem ESP zu ziehen. Aber man hat beim Einschalten einen definierten Zustand. So, was wir auch sehen können, der Reset-Pin, der ist floating, das heißt, da ist gar nichts angeschlossen. Das ist, prinzipiell, soweit ich mich entsinne, hat entweder das Modul oder der ESP selber einen internen Pull-Up-Widerstand, um den Reset da zu halten, wo er hingehört. Die Frage ist halt, ob man denen vertrauen möchte. Gerade interne Pull-Ups sind immer so eine Sache. Die sind recht hochohmig. Das kann sehr schnell zu Störungen führen. Aber prinzipiell sollte das auch funktionieren, auch wenn er nicht angeschlossen ist. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, was nicht ganz so dolle ist, das ist, wie Ground hier gehandhabt wird. Gehen wir mal davon aus, Ground käme wirklich über diesen Pin hier rein und nicht über die Schirmung. Die Versorgung vom ESP selber, die ist erstmal auf der Rückseite direkt gegeben. Das geht einmal hier so und Thema gegessen. Aber der Rest, die sind hier unten und da ist auf jeden Fall noch Traces dazwischen. Und wir kommen auch nicht hier hinten lang, weil da sind ja unsere VCC-Traces. Das heißt, der muss definitiv auf der Rückseite einmal bis hier unten hin, muss dann über diese Lötstelle hier nach oben springen und von da aus geht es auf hier die ganzen Komponenten. Und ähnlich sieht es aus, wenn wir auf den Kondensator gucken, der hat ja hier seinen Minuspol und ja, wie kommt der denn darüber? Naja, hier oben auf jeden Fall nicht, da ist eine Unterbrechung drin, wie wir hier sehen, in der Ground Plane. Das heißt, gute Frage, da kann nicht viel sein, wo der seinen Ground herbekommen kann. Ich habe nachgemessen, er hat Ground, aber ich sehe nicht wirklich woher. Da ist kein Via und nichts, das heißt, er muss im Prinzip irgendwie sich hier hinten wahrscheinlich langschlängeln und dann da irgendwie drüber Ground-Kontakt bekommen. Und das ist natürlich beides unschön, denn das heißt, naja, die ganze Kapazität hier, schön und gut, die wir in diesem Kondensator hier unten haben, die wir in dem hier haben, aber das ist eine sehr lange Schleife, die wir haben bis zum Ground und bis zum Abnehmer, was in unserem Fall der ESP hauptsächlich sein dürfte. Es ist nicht schön, würde ich behaupten. Und kurzer Einwurf, das ist natürlich Blödsinn. Da hinten lang kann er nicht kommen. Also ich gehe fast davon aus, dass der unten zwischen den Beinchen von diesem Linearregler dann durchläuft und darüber Ground bekommt. Aber gut, es wird nur zum Programmieren benutzt. Lassen wir das mal so stehen und wird schon passen. So, wo ist nun mein Problem? Naja, wie wir gesehen haben, wir haben nicht wirklich irgendwas Aktives an Enable oder Reset oder Ähnliches. Das heißt, ja, rein technisch gesehen, das Ding hier
sorgt lediglich dafür, dass der ESP bootet und dass wir seriell mit dem kommunizieren können. Das heißt zum Beispiel mit der Original-AT-Firmware könnte man dann mit dem PC da AT-Befehle absetzen. Oder halt, wenn wir eine Firmware drauf haben, die serielle Messwerte ausgibt, dann können wir auch darüber entsprechend serielle Messwerte rauskriegen. Aber das war eigentlich nicht mein Ziel, ne? Mein Ziel war es, das Ding zu programmieren und dafür ist hier nicht wirklich was drauf. Und da setzen wir dann jetzt an. Ich würde gerne das Ding hier so umbauen, dass ich damit einen ESP programmieren kann. Und zwar möglichst automatisch. Ich meine, ich kann jetzt natürlich hingehen, kann hier per Hand irgendwie die Pins mir zurechtziehen. Zum Programmieren müssten wir da den GPIO 0 auf Low ziehen und dann einmal resetten. Das kann man mit der Hand machen, aber das nervt natürlich, weil da muss man das Timing richtig hinkriegen. Man muss aufpassen, dass man keine Wackelkontakte produziert und machen wir das doch mal automatisch. Und dann denken wir mal kurz nach. Kennen wir irgendwas, wo ein ESP automatisch programmiert wird? Na klar, die üblichen Boards, die einen USB-Anschluss haben, die können das. Das heißt, ich bin einfach mal hingegangen und habe mir hier das Design von NodeMCU geborgt. Das ist glücklicherweise ein Open Hardware. Das heißt, wir können hier schön sehen, wie die das tun. Die haben auch hier 12 Kilo Ohm Pull-Ups zu GPIO 0, zu GPIO 2. Die haben wir ja quasi auch. Zu Enable haben sie auch einen drin, der bei unserem Board direkt durchverbunden ist. Zu Reset haben sie einen drin, nochmal zur Sicherheit. Plus einen Kondensator, um sicher zu gehen. GPIO 15 ist auf Low gezogen. Das ist für uns nicht relevant, weil der ESP01 hat keinen GPIO 15, der nach außen geführt ist. Der ist auf dem Board selber auf Ground gezogen. Das passt also. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist der ESP selber. Da stehen nur nochmal die ganzen Pins dran. Was für uns aber interessant ist, das ist hier auf der nächsten Seite USB to UART. Hier haben wir deren USB to UART Wandler. Die nutzen einen CP2101. Das ist jetzt von einem anderen Hersteller, aber nee, die Funktionen sind ähnlich. Insbesondere für uns wichtig ist aber hier unten dieser Part. Das ist nämlich der Auto Program Circuit. Da haben wir GPIO 0 und Reset verbunden. Über 28050er, das sind ganz normale bipolar NPN-Transistoren. Die sind hier irgendwie über Kreuz geschaltet mit Widerständen dazwischen und dann sind die auf DTR und RTS. Wir gucken, DTR und RTS, die kommen hier vom UART-Wandler. DTR und RTS, das sind Signale, die wurden früher benutzt, wenn man mit seriell mit Modems kommuniziert hatte. DTR ist dabei Data Terminal Ready. Damit wird üblicherweise signalisiert, dass das Gerät jetzt betriebsbereit ist, womit wir empfangen wollen. Und die zweite Leitung RTS, Request to Send, damit hat man früher signalisiert, dass man jetzt gerne Daten empfangen möchte. Das sind einfach zwei Ausgänge, die können wir frei steuern hier. Da wir ja kein Modem sind, ist es auch egal, was das ursprünglich für eine Bedeutung hatte. Und hier nutzt man das einfach, um entsprechend über diese beiden Signale einen Reset auszulösen und den GPIO 0 an die richtige Stelle zu ziehen. Und das Ganze ist in den üblichen IDEs drin, wenn wir zum Beispiel bei Arduino IDE oder bei Platform.io sagen, das ist NodeMCU, lad mal hoch, dann steuert der kurz bevor er anfängt, die Firmware hochzuladen, diese beiden Leitungen an und löst dadurch den Reset aus. Und ich würde jetzt mal sagen, naja, also zwei Transistoren werde ich mit Sicherheit noch finden, ein paar Widerstände auch. Dann machen wir das Ganze mal, was wir jetzt haben, in schön und gut und ja, hoffen einfach mal, dass dann mein Ding sich automatisch programmieren kann und ich nicht mehr per Hand da rumfummeln muss. Also basteln wir uns mal eine passende Schaltung. Ich habe hier schon mal ein bisschen die Module zurechtgelegt und dann können wir einfach mal gucken, was wir denn hier basteln können. Was benötigen wir denn? Den Reset brauchen wir und den GPIO 0 brauchen wir. Machen wir da mal gerade ein paar Bezeichnungen dran. So, ansonsten haben wir Ground und 3,3 Volt ist hier. Außerdem haben wir noch die beiden hier, die Signale. Die können wir auch mal gerade auf irgendeinen Connector legen. Dann finden wir die nachher auch noch mal wieder. So. Was müssen wir denn jetzt schalten? Wir benötigen Pull-Ups und Pull-Downs und Dingensens. Ne? So, für den GPIO 0 haben wir bereits einen Pull-Up on Board. Das heißt, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wo wir noch keinen Pull-Up haben, das ist der
RST, der ist im Moment noch floating, das sollten wir ändern. Also nehmen wir uns den RST und machen da einen Pull-Up hin. Dann haben wir den schon mal. Und jetzt ist die Frage, ach komm, wir machen es richtig. Dann machen wir auch noch einen Capacitor dahin. 100 Nanofarad. Sicher ist sicher. So, was müssen wir dann machen? Ich habe jetzt hier keine Bipolar-Transistoren, sondern FETs. Bipolar finde ich jetzt gerade meine Rolle nicht. Also benutze mal die, sollte trotzdem funktionieren. Ich denke nicht, dass das ein Problem gibt. Wir nehmen DTR über einen Widerstand auf den. Die positive Seite ist verbunden mit Reset. Und die negative Seite ist verbunden mit RTS. Und denselben Klumpatsch brauchen wir jetzt im Prinzip nochmal für den zweiten. Da haben wir aber RTS am Eingang mit einem Widerstand. Nach oben hin ist GPIO 0 und nach unten hin ist DTR dran. So, das müsste im Prinzip alles sein. Das heißt, wir brauchen drei Widerstände, einen Cap und zwei MOSFETs plus wahrscheinlich ein bisschen gute Nerven und kleinen Draht, um da die Pins dran zu kriegen. Gut, machen wir da draußen mal ein Board. Ich werde zwar kein Board herstellen, aber dann kann ich schon mal ein bisschen gucken, wie das ineinander passen kann. So, und ich habe mir das jetzt hier schon mal grob zusammengeschoben. Das ist sicher nicht ideal, aber wir können auf jeden Fall hier schon mal den Pull-Up, den können wir einfach hier drüber löten. Die sind direkt nebeneinander. Der Rest wird schon schwerer. Der Kram hier muss sowieso irgendwo separat. Der hier mal gucken. Eventuell können wir den hier unten hinmachen und dann mit einem Draht darüber laufen. Da ist zumindest ein Ground. Ja, gut, ich suche mal die Bauteile und dann machen wir es einfach mit Freiverdrahtung. Wird schon schief gehen. So, dann versuchen wir uns mal um das Ding zu kümmern. Das Ganze sind 0603, die hier drauf sind. Das heißt, ich werde auch mal versuchen, hier in dem Fall einen 12 Kilo Ohm, also 1, 2, 3, 0603 da wieder drauf zu machen. Ich probiere es jetzt mal mit dem Lötkolben, weil ich weiß nicht, ob hier der Plastikverbinder das so toll findet, wenn ich damit Heißluft anrücken würde. Ich habe die Befürchtung, da muss ein bisschen frisches Lötzinn dran. So, nicht schön, aber es ist wieder einer drauf. Kümmern wir uns mal um den nächsten. Das wäre der zwischen 3,3 Volt und Reset. Das heißt hier oben. Das heißt zwischen den beiden Pins da. Da benötigen wir auch einen Pull-Up. Das kriegen wir, denke ich, hin. Ich denke, ich bleibe bei den 0603s. Die dürften nämlich hier zwischen die Pins passen. Tut es. Fast. Ja, das müsste machbar sein, wenn ich ihn nicht wegschnipse. Ja, das sieht okay aus. Ein bisschen frisches Zeug drauf, dann fließt das auch besser. So, Pull-Up ist da. Fehlt noch ein Kondensator und der ganze Kram. So, schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen. Königreich für ein paar mehr Hände. Immerhin, es hält. So, den Hammer. Beim oberen muss dann noch ein 12K auch mit dran. Warte mal, GPIO 0. Haha, GPIO 0 haben wir doch hier. Machen wir den doch einfach fest. Das macht das Ganze dann wahrscheinlich etwas besser. Das ist der... Ist das der zweite Pin? Nein, das ist der dritte. Zack. Und schon ist das Ding auch fest. Also. So, jetzt lasst mal gerade hier noch ein bisschen sortieren, denn ich habe da eine Idee. Das ist gut. Das würde sogar funktionieren. Ist ja identisch aufgebaut. Das heißt, ich probiere den jetzt einfach mal rumzuschubsen. Dann können wir nämlich beide Seiten direkt dran löten. So, was wir jetzt machen, ist den hier drüber. Soweit der Plan. Okay. Das sollte jetzt eigentlich so passen.
Dann schauen wir als nächstes noch ein Drähtchen. Das hier. So, damit verbinden wir dann den Reset-Button. Wo ist der? Dran waren. Zack, zack. So, ich hätte das gerne möglichst nach unten, sodass ich nach oben gleich genügend Platz habe. Den hier hochbiegen. So, jetzt aber. Der ist fest. Was wir jetzt noch machen können, wir können im Prinzip ja sogar den Reset, den Kondensator hier hin machen. Dann kratzen wir einfach hier ein bisschen frei. Das ist ja Ground. Dann hätten wir den auch schon mal. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Ich hole mal gerade noch einen Kondensator hier hin. Also schauen wir mal. Yep, dahin, das heißt auf der Höhe hier. Aber eine ältere Pinzette. Okay, das müsste gehen. Mal gucken, ob man mit hier dem Lötzinn ohne weiteres Flussmittel das hinkriegen, dass er das annimmt. Ich merke, das spiegelt wie sonst was. Können wir das etwas drehen hier? Ja. Ich denke, jetzt kann man es besser sehen. Hoffe ich. Versuchen wir das mal. Das sieht gut aus. Ja. Der hat gepackt. Bombenfest. Und der stabilisiert jetzt auch hier die ganze Sache. Das heißt, hier bewegt sich jetzt auch nicht mehr wirklich was. Kommen wir zum unangenehmen Part. Wir müssen noch auf die Oberseite. Das wird jetzt an zwei Sachen spaßig. Zum einen, weil dafür müssen wir mal eben einen Draht da rumlaufen lassen. Und zum zweiten, ich habe es knacken gehört. Das heißt, irgendwas ist wahrscheinlich kaputt und... Ja, Gott dang it. Ich denke, man sieht es schon so ein bisschen. Eventuell hat es da unten den Quarz etwas erwischt. Hier gucken, hier fehlt ein Teil vom Gehäuse, aber der Quarz selber scheint noch in Ordnung zu sein, also das müsste trotzdem noch funktionieren. Ich denke, das ist nicht so kaputt, dass das ein Problem wird. Okay, lassen wir das mal so und hoffen einfach, dass der Quarz das durchhält, so ohne Kappe. Ja, das müsste eigentlich. Ja. Gut, Kabelchen. Ich würde sagen, diese Kabelchen, die sind nämlich schön dünn. Schauen wir doch mal, ob wir das irgendwie hier hinbekommen. Das muss hier hin. So. Okay, das ging einfacher als befürchtet. Der andere. Packen wir den rechten und das Ganze möglichst nicht ganz so lang. Sieht gut aus. Wunderschön. Auf zur anderen Seite. Der rote ist der obere, der Reset schaltet und der sollte auf RTS gehen. Kontrollieren wir das mal. Ja, RTS. Jetzt bräuchten wir natürlich noch ein Pinout für diesen Chip hier. Der 2 frei und dann RTS. Versuchen wir das mal. Das wäre das Nummer 3. Okay. Und der andere muss an DTR. DTR ist genau da drunter. So. Theoretisch müsste das so funktionieren. Das Ganze sollte man natürlich noch irgendwie festkleben, befestigen, whatever. Aber so auf den ersten Blick, da sind keine Kurzschlüsse. Auf der anderen Seite sieht auch alles okay aus. Mal gegenprüfen. Ja, ich denke, das sollte so passen. Dann gehen wir mal rüber und holen uns wieder einen ESP. Dann schauen wir mal. Der muss hier drauf und zwar erstmal schauen. Ground nach innen, das heißt hier so. Das müsste so passen. Ja, hat er noch gerade so ein bisschen Abstand zu dem Kondensator da. Ja, keine Kurzschlüsse da machen, wobei die Rückseite von dem ESP ist ja ohnehin
gesichert. Und dann bräuchte man irgendwie eine USB-Verlängerung oder sowas. Nehmen wir den hier. Schön USB-Hub. Einmal rein. Mit etwas Glück geht nicht alles in Flammen auf. Okay. Das sieht soweit schon mal gut aus. Jetzt müsste man allerdings auch am PC hoffentlich ein USB-Gerät bekommen. Dann schauen wir mal, was der Rechner dazu sagt. Und gar nichts. Ich sehe gar nichts. Okay, klingt kaputt. Okay, wenn ich mal hier so einen kleinen Blick drauf werfe unter Mikroskop. Ne, ich habe die Befürchtung, der Quarz hat doch ein bisschen mehr abbekommen. Wenn wir hier gucken, auf der unten links auf der Seite, da geht der Riss durchs Gehäuse durch und geht vor allen Dingen auch da unten über diese Übergangsstelle zwischen den internen Schaltungen und dem externen Gehäuse. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie die Verbindung jetzt kaputt gegangen ist dadurch. Ich könnte zwar versuchen, das zu löten, aber Quarze sind eher temperaturempfindlich. Von daher, ich habe die Befürchtung, das deklarieren wir direkt hier als Bastelopfer und ja, schlecht. Tja, und ich habe auch nochmal mit dem Oszilloskop nachgeguckt. Hier unten schwingt nichts, also offensichtlich ist der Quarz kaputt. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, denn ich dachte, ich könnte einfach mir irgendwo einen klauen, aber die ganzen ICs, die ich hier habe, die haben keinen Quarz mehr drauf, die haben den integriert. Das heißt, mit dem komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Das Einzige, was ich gefunden habe, was sowas drauf hat, das sind hier die guten alten Node-MCUs. Ich habe hier einen, der ist relativ demoliert, da ist die USB-Buchse kaputt und ein paar Traces. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal gucken, ob ich den hier abgelötet bekomme, hier drauf. Und ob man das Ding dann nochmal zum Leben erwecken können. Denn das wäre halt schon schön, wenn ich den auch wieder benutzen könnte. Beim nächsten Mal klemme ich ihn halt richtig fest und mache nicht die Hälfte kaputt. Ne? Und hier können wir das auch nochmal schön sehen. Da ist definitiv eine Menge hinüber bei der Buchse. Und daneben 12 MHz. Das klingt fast so wie das, was wir brauchen. Größe, mal gerade vergleichen. Aber ich so optisch würde ich sagen, das müsste gehen. Ja, doch. Das ist selbe Größe. Ich habe die Befürchtung, ohne Heißluft geht das aber nicht darunter. Also gehen wir mal suchen, wie ich das Ding ans Laufen kriege. Welp, Heißluft ja, sinnvoll nein. Ich habe leider keinen Aufsatz. Das heißt, ich werde jetzt hier definitiv eine zu große Fläche erhitzen. Aber vielleicht reicht es ja, um es hier auszulöten. Okay, der ist schon mal weg. Dann nehmen wir uns mal den anderen. Okay, das sieht doch schon mal gut aus bisher. Ja, und hier haben wir sogar noch unseren Deckel. Er existiert noch. Da ist er. Können wir nochmal drauf schauen, aber ich bin mir relativ sicher, dass da 12 MHz steht. Strichstand. Ja, 12.000. Okay, hier ist jetzt unser neuer. 12 MHz, gucken wir mal die Rückseite, das sieht soweit okay aus, da ist nichts kaputt. Okay, was meint er? Glaubt er, das funktioniert so jetzt? Lassen wir mal was abkühlen und dann hoffen wir mal, dass er wieder reagiert. Dann versuchen wir das nochmal mit dem neuen Quarz und Daumen drücken. Yes! Wir haben einen Serial-Konverter. Es funktioniert wieder. Jetzt muss er nur noch programmieren. Dann holen wir ESP-Tool und sagen wir mal einfach Chip-ID. Und das sieht sehr gut aus. Connecting, Detected Chip-Type, 8266EX. Er gibt mir die MAC-Adresse von dem Chip, den ich gerade eingesteckt habe. Und damit auch die Chip-ID. Wunderschön. Ich würde sagen, ich kann die ESP01er jetzt programmieren, ohne dass ich jedes Mal da Reset drücken muss und die Schaltung funktioniert. Und das macht das Ganze jetzt natürlich wesentlich einfacher. Vorher musste ich ja da Jumper stecken und dies und das. Das ist jetzt hier nicht mehr notwendig, das funktioniert jetzt hier so. Und ja, das macht mir auf jeden Fall das Leben hier mit dem ESP8266 oder den ESP01ern genauer gesagt deutlich einfacher. Es gibt inzwischen wohl auch eine neuere Revision von diesem Adapter hier, der dann irgendwie das automatisch kann oder zumindest einen Button dafür hat, aber meh,
Das Ding hier war da, zwei Transistoren tun nicht weh. Und ich denke, es war auch eine schöne Übung, mal was schon existiert, ein bisschen zu verbessern und warum es immer toll ist, wenn man irgendwie Schaltpläne hat oder Dinge rausbekommen kann. So, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe hier einfach mal einen alten Sketch aufgemacht und möchte hier Upload File System Image machen und Trommelwirbel, funktioniert es? Connecting, compressed und writing. Wunderschön. Programmiert direkt, genauso wie ich das erwartet habe. Was elektrisch davor geht, können wir uns hier auf dem Oszilloskop nochmal anschauen. Wir haben hier in Gelb unten den Reset und oben drüber in Blau den GPIO 0. Und wenn wir auf dem oberen Diagramm gucken, dann sehen wir erstmal, dass wir als erstes den unteren, also Reset auf Low ziehen. Damit lösen wir den Reset aus. Der Prozessor läuft aber erst wieder los, wenn wir das auf High machen. Und das ist dann hier die Stelle, die ich auf dem unteren Diagramm vergrößert habe. Was wir nämlich machen, ist dann den GPIO 0 auf Low ziehen. Das ist die blaue Linie, die im oberen Bereich ist. Und danach lassen wir Reset los. Das heißt, Reset geht wieder hoch. In dem Moment bootet der Prozessor. Wir halten den GPIO 0 weiterhin noch ein bisschen low, lassen ihn dann los. Der geht wieder high. Aber zu dem Zeitpunkt hat das Board bereits registriert, okay, ich soll in den Programmiermodus gehen und hat dann entsprechend passend umgeschaltet. So, ich habe jetzt für ein anderes Projekt noch einige von den ESP01ern hier zu programmieren, aber glücklicherweise jetzt deutlich einfacher, denn sowohl der Adapter als auch meine Schaltung da dran, die tun, was sie sollen.